Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, mache ich mal wieder ein Top 5 Video. Diese Videos werden jetzt auch in der nächsten Zeit vielleicht etwas öfter kommen. Ich habe mal wieder Bock drauf und ich möchte da einsteigen mit einem Top 5 meiner Lieblings-Champions in League of Legends. Das ist meine Meinung, eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an nach dem Intro. Platz 5. Illuminate the enemy. Ja, und da steigen wir ein mit Lux, die Lady des Lichts. Sie ist eine Magierin, sekundär ist sie Support. Und ich spiele sie eigentlich meistens auf der Botlane, auch als Supporterin. Und ich spiele sehr gern mit Lux, weil es einfach richtig geil ist, diese Fähigkeit mit dem Festhalten, die Bomben, diese Lichtbomben, die einen verlangsamen, einen so mäßig viel Leben abziehen, der Schild, sie ist so ein Teil Supporterin, aber auch nicht so richtig Supporter, weil sie auch so viel Schaden macht und alles mögliche und dann auch noch diese hammergeile Ulti, wenn jemand mit Low Life gerade am Flüchten ist, du schießt dem das hinterher und bums, hast sie erlegt, das ist einfach richtig geil und deswegen steht Lux bei mir auf Platz 5. Ein bisschen was zu ihrer Geschichte. Sie ist eine Tochter des Adels und später, während sie sich so entwickelt hat, hat man eben sehr spezielle Fähigkeiten von ihr festgestellt, dass sie halt Streiche spielen konnte, wo Leute auf einmal Sachen gesehen haben, die sie eigentlich, die nicht da waren, die nicht existierten. Und später wurde sie auch an Akademien getestet als Magierin des Lichtes. Und wurde dann später fürs Militär eingesetzt und alles wegen ihrer Fähigkeiten. Sie kann halt alles mit Licht machen, deswegen heißt sie auch ja die Lady des Lichts. Und wurde deswegen auch viel auf waghalsigen Missionen im Militär eingesetzt. Und wurde deshalb auch relativ bekannt beim Volk und bei der Regierung und so weiter und so fort. Und ja, das zu Lux. Platz 4. Und Platz 4 belegt bei mir der liebe Teemo, der flinke Speer. Erst ein Marksman und sekundär ein Assassin. Ich spiele ihn eigentlich meistens auf der Botlane als ADC bzw. APC oder auf der Midlane halt als typischer Assassin. Oder manchmal sogar auch auf der Toplane. Also Teemo ist eigentlich relativ gut einsetzbar, vielleicht nicht unbedingt als Jungler, aber ansonsten ja, kann man den eigentlich fast überall einsetzen. Bei mir steht Teemo auf Platz 4, weil ich ihn einfach richtig gern spiele. Als jemand wie Lux, wenn jemand gerade am Wegrennen ist, gerade noch so mit vielleicht 50 Leben weggekommen ist, dann schießt er nochmal einen ganz normalen Pfeil hinterher. Und dieses Gift kann einen Gegner halt dann immer noch umbringen. Oder diese Pilze, die man als Minen überall hinstöpseln kann. Und wenn du so 7-8 Pilze auf einem Fleck hast und dann Gegner durchläuft, das macht einfach so extrem viel Spaß. Und generell dieses mit dem Blendpfeil, mit den ganzen Pfeilen, die man da schießen kann, macht einfach mega viel Spaß. Vor allem ist das auch super zum Trollen und so, also richtig cooler Champion. So, jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte. Also Teemo ist ein typischer Yordle eigentlich. Nur, dass er halt ein bisschen aus der Masse heraussticht, indem er bei Kriegssituationen bzw. bei Kriegsübungen immer, naja, ein bisschen anders als wie die anderen Yordle ist, dass er halt sehr effizient auf einmal arbeitet und sehr aufs Töten, sage ich jetzt mal, aus ist, obwohl er normal sehr nett und freundlich ist. Als würde bei ihm halt im Kopf wie so ein Schalter umgehen und deswegen wurde er auch sehr oft halt in Kämpfen eingesetzt und ist deswegen der wohl gefährlichste Yordle, den es überhaupt gibt. Und ja, das zu Teemo. Platz Nummer 3. Be still! I'm trying to shoot you. Jinx, die Schießwütige. Sie ist ein Marksman und wenn ich sie spiele, spiele ich sie meistens als ADC auf der Botlane.
oder hin und wieder kann man sie auch mal auf der Midlane spielen, weil sie halt ziemlich viel Schaden macht und eigentlich egal wo sie ist, wirklich eigentlich gut zu spielen ist. Und warum ich die liebe Jinx auf Platz 3 gepackt habe, obwohl ich sie mir erst vor kurzem gekauft habe, hat einfach den Grund, dass ich, als sie Free-to-Play war, habe ich sie getestet und ein bisschen mit ihr gespielt. Und am Anfang war sie mir schon so saumäßig sympathisch, als ich sie das erste Mal gespielt habe, weil einfach dieser Champion mit seinen Sprüchen immer so einen Witz bereit. Man kann da richtige Triebe ausleben, alles kaputt hauen mit diesem Champion, macht richtig Spaß. Gerade die Spells, der Q-Spell mit den ganzen Raketen, die man dann schießen kann, die zwar Mana rausballern bis zum geht nicht mehr, aber es macht einfach Spaß. Oder der W-Spell, wo man einfach noch Leuten, die schon kilometerweit weg sind, noch einen hinterher schießen kann. Die werden verlangsamt, sterben am besten auch noch dran. Das ist einfach saugeil. Dann kann man auch noch festhalten. Und die Ulti ist ja einfach das Allerbeste. Einfach so eine riesen Rakete, die man quer über die Map ballern kann und alles umhauen kann auf dem Weg. Das macht einfach mega viel Spaß, mit der zu spielen. Auch wenn sie so einen Nachteil in sich birgt, dass sie so gut wie überhaupt keine Defensive hat und deswegen allein doch relativ schnell down geht, wenn man da nicht gut genug spielt. Aber wie ihr es schon merkt, ich bin da richtig euphorisch bei diesem Champion. Der macht einfach so viel Spaß beim Spielen. Ist zwar saumäßig teuer, macht aber richtig viel Spaß. So, und jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte. Die Geschichte von Jinx ist ein bisschen speziell. Sie ist halt einfach aufgetaucht und ist bekannt als diejenige, wo sie ist, dass da halt das Chaos losgeht und sie macht halt alles kaputt, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Sie ist zudem als Gesetzesbrecherin bekannt und die Leute gaben ihr dann halt den Namen Jinx. Und ja, das zu Jinx. Platz 2. Ja, auf Platz 2 steht die liebe Akali, die Faust des Schattens. Sie ist eine Assassin. Und wenn ich sie spiele, spiele ich sie eigentlich meistens auf der Midlane, da wo sie eigentlich auch angesiedelt sein sollte. Hin und wieder kann man sie aber auch ganz gut auf der Botlane spielen, weil man dann so schön aus den Gebüschen da mit der Ulti rausspringen kann und so weiter und so fort. Ja. Ich spiele diesen Champion eigentlich relativ gern, weil man kann mit diesem Champion, wenn man gut damit umgehen kann, halt mit der Ulti auf den Gegner draufspringen, dann dieses Feld aufschlagen, dass man noch ein bisschen mehr Schaden macht, dann die ganzen anderen Fähigkeiten raushauen und so kann man extrem viel Schaden verursachen und auch sehr gut traden. Das heißt hinspringen, Schaden machen und dann wieder weggehen. Und gerade wenn man gerade dabei ist, jemanden zu killen und der gerade wegrennt, springt man halt hinterher, killt den, springt zum nächsten Gegner. Jedoch ist Akali mittlerweile bei mir auf Platz 2, früher war sie auf Platz 1, weil sie gepatcht wurde im Sinne von dem Energieverbrauch, beziehungsweise die Energie. Sie benutzt kein Mana, sondern Energie, die ist nicht erweiterbar und auch nicht schneller aufladbar. Außer ich glaube durch Mana-Buffs, durch die kann man die, glaube ich, soweit ich weiß, schneller regenerieren lassen. Auf jeden Fall war das früher so, dass die Energie eigentlich immer gereicht hat und eigentlich nur die Abklingzeiten im Weg waren. So konnte man teilweise wirklich so 3-4 Gegnern hinterher springen und da war locker easy ein Quadra-Kill oder so drin. Mittlerweile ist das leider so, dass die Energie sehr schnell verbraucht ist und sehr langsam regeneriert. Deswegen, wurde sie da ein bisschen gepatcht, obwohl ich der Meinung bin, da hätten sie lieber ein paar andere Champions patchen sollen. Aber naja, gut, macht trotzdem eigentlich noch viel Spaß mit ihr zu spielen, gerade auf der Midlane. Am Anfang muss man zwar sehr passiv spielen, weil man braucht erst seine Ulti, dann kann man wirklich viel reißen. Und ja, jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte, die bei Akali ein bisschen kürzer ausfällt. Und zwar ist sie in einem Orden, der King Ku, der Schattenkrieger. Und als sie aufgewachsen ist, war ihre Mutter die Faust des Schattens. Und sie hat schon relativ früh bemerkt, dass sie wirklich Talent in sich hat und wurde damit 12 Jahren in diesen Orden aufgenommen. Und in diesem Orden geht es halt darum, dass man das Gleichgewicht von Dunkelheit zur Helligkeit und das Gleichgewicht von Chaos zu Ordnung und so weiter und so fort immer im Gleichgewicht hält,
dass das halt in der Natur auch so ist und so weiter und so fort. Und ja, das ist eigentlich so die Geschichte von Akali gewesen. Platz Nummer 1. This behavior is highly inefficient. Ja, und auf Platz Nummer 1 steht bei mir der liebe Heimerdinger, der verhärte Erfinder. Er ist ein Magier und sekundär ein Supporter. Und ich spiele ihn meistens eigentlich entweder auf der Midlane oder auf der Toplane, je nachdem, wo es sich gerade anbietet. Kann man aber auch ganz gut auf der Botlane mit einem Supporter zusammenspielen, weil es ist im Grunde genommen kein richtiger Supporter. Und warum ich ihn so gern spiele, er ist genauso ein bisschen was wie Jinx. Halt richtig witzig, dieser typische verrückte Erfinder. So, ich finde das richtig geil, vor allem gerade diese Attacken, die er hat, diese Spells. Mit Q kann man halt Türme sich hinstellen, 3 Stück. Damit kann man die gesamte Lane besetzen, dass der Gegner dann da nicht mehr durchkommt. Die ganzen Vasallen werden wie an der Wand abgeprallt und zerstört, sage ich jetzt mal. Also das mit den Türmen, wenn man da gut mitarbeitet, kann man da wirklich so eine Barriere schaffen, dass die Gegner wirklich dann nicht mehr vorbeikommen und die Vasallen auch nicht mehr. Also das ist schon extrem geil. Gerade dann auch mit dem W-Spell kann man halt noch bis wirklich weit weg kann man noch Gegner treffen und mit den Raketen halt erlegen. Oder mit der Bombe, wenn man die jemanden, da kann man zwar relativ schnell ausweichen, aber wenn man da jemanden trifft, kann man denjenigen halt verlangsamen oder er bleibt komplett stehen und wird verstummt und alles mögliche. Das macht richtig Spaß. Und dann auch noch die Ulti, mit der man alle Fähigkeiten nochmal verstärken kann. Zum Beispiel mit der Ulti und dem Q-Spell kann man einen riesengroßen Geschützturm aufstellen, der einen wirklich so viel Schaden macht, zwar nicht so lange lebt, aber wirklich viel Schaden macht und so gesagt nach seinem, wenn man gestorben ist, noch Leute im Umkreis killen kann, hatte ich auch schon. Mit der Ulti und dem W-Spell kann man richtig einen riesen Schwarm von Raketen auf jemanden abfeuern, was meistens auch zum Tod führt. Die benutze ich eigentlich, also diese Fähigkeit benutze ich eigentlich in Kombination am meisten, weil sie halt am meisten Schaden macht und am besten funktioniert. Und mit der Ulti und dem E-Spell mit dieser Bombe kann man dann halt eine große Bombe machen, die dann halt auch springt und so gesagt auch noch weite Distanzen überbrücken kann. Also mit Heimerdinger ist schwierig mit dem zu spielen, würde ich sagen, weil man muss wirklich gut treffen, man kann gut ausweichen. Aber wenn man es hinbekommt, dann macht das richtig extrem viel Spaß mit dem zu spielen, muss man echt so sagen. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu seiner Geschichte. Seine Geschichte ist einfach genauso geil wie der Champion selber. Es ist wie so eine Art Tagebuch geschrieben, in der erzählt wird, wie er halt als typischer Wissenschaftler an seinen Geräten rumbastelt. Und in einer Story geht es halt darum, dass er Jordi beim Ballspielen so gesehen hat und das so interessant fand, wie die sich halt dieses kugelförmige Gerät zugeschossen haben. Dass er sich gedacht hat, er baut eine Ballwurfmaschine, um mit ihnen da zu spielen. Die nannte er H28G. Das ist genau dieselbe, das ist genau das, was bei den Champions der Q-Spell ist, also diese Geschütztürme. Und zwar war diese Ballmaschine so stark, dass sie jedes Mal die Jordel umgerissen hat und wirklich teilweise durch die Gegend geschleudert hat. Und später kam dann ein Riese, der hat die Stadt angegriffen. Und die Jordel waren halt in Angst und Schrecken. Und da hat sich Heimerdinger mit einem Jordel zusammengesetzt, der relativ intelligent war, und hat aus diesen Ballmaschinen richtige Lasermaschinen gebaut, mit denen er dann halt diese Riesen aufgehalten hat. Und daraus hat sich dann halt eben dieser Q-Spell entwickelt, diese Türme, die man halt aufstellen kann. Und deswegen bin ich der Meinung, Heimerdinger sollte auf jeden Fall auf Platz 1 sein. Meiner Lieblingschampion. Ich spiele mit ihm wirklich gern, wenn es sich anbietet. Und ja, das zu Heimerdinger. So, und da sind wir nun auch schon am Ende angekommen.
die ganze Sache hat jetzt irgendwie doch, oder das ganze Video ging jetzt doch etwas länger, als ich es eigentlich machen wollte. Aber naja, gut, ich habe halt umfassend darüber berichtet. Und ich habe auch richtig viel Mühe in dieses Video reingesteckt. Mehr als in sonst welche Top 5 Videos oder Top 10 Videos, die mir je gemacht haben. Aber wie ich das schon am Anfang gesagt habe, wenn euch diese ganze Sache gefällt, dann gebt doch mal bitte einen Daumen hoch oder schreibt irgendwas in die Kommentare, dass es euch gefällt, dann lasse ich diese Top 5 bzw. Top 10 Playlist wieder mal richtig aufleben, weil ich habe da richtig hart Bock drauf, so Top 5 oder Top 10 Videos wieder zu machen. Macht richtig Spaß. Und ja, das war halt jetzt bloß mal der Einstieg. Und ja, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wie schon gesagt, macht alles, was ich gesagt habe. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss, liebe Leute.